Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Screencast, in dem ich mit Ihnen gemeinsam eine weitere Aufgabe der Teilkostenrechnung durchsprechen möchte. Schauen wir uns die Aufgabe zunächst an. Es geht um die Frage, ob ein bestimmter Artikel gestrichen werden soll oder nicht. Denn Sie sehen, es steht schon im Text drin, es geht um einen Verlustartikel. Soll der Verlustartikel, steht hier, aus dem in Tabelle 1 dargestellten Fertigungsprogramm ersatzlos gestrichen werden? Gehen Sie davon aus, dass die von Artikel 2 genutzten Produktionsanlagen auch von den übrigen Artikeln benötigt werden. Meine Damen und Herren, wenn man sich diesen zweiten Satz so durchliest, fragt man sich, welche Informationen werden denn da mitgegeben? Nach kurzem Nachdenken wird einem klar, okay, wenn also die Produktionsanlagen auch von den anderen Produkten benutzt werden, heißt das, ob ich dieses Produkt 2 jetzt herstelle oder nicht, an meinen Fixkosten wird sich nichts ändern. Und genau das ist die Information, die in diesem Satz rüberkommen soll. Also egal, ob ich den Artikel 2 herstelle und verkaufe oder nicht, meine Fixkosten bleiben gleich. Wäre das nicht so, wäre die Frage eventuell anders zu beantworten. Ja, in der Tabelle 1 sehen Sie, es gibt Artikel 1 bis 5 und es wird ganz klar, wenn man sich den Artikel 2 jetzt anschaut, man erzielt einen Preis von 8 Euro für diesen Artikel, hat aber Selbstkosten von 10 Euro. Das heißt, pro Stück zu Vollkosten bei Selbstkostenbetrachtung verliert man 2 Euro und das Ganze mal 200 Stück heißt, man macht in Summe 400 Euro miese mit diesem Artikel. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man, wenn man in der Kostenleistungsrechnung nicht so bewandert ist, sagt, was für eine blöde Frage, natürlich soll dieser Artikel gestrichen werden. Sie haben ja aber nun schon die Teilkostenrechnung kennengelernt und wissen daher, so einfach lässt sich das nicht beantworten. Denn, schauen wir mal, was auf der nächsten Seite noch an ergänzenden Angaben gemacht worden ist. Sie sehen, dass die Selbstkosten des Artikel 2 sich so wie hier dargestellt zusammensetzen, nämlich Einzelmaterial 3,20 Euro, Materialgemeinkosten sind dann 5% davon, macht 16 Cent, Fertigungslöhne 2,20 Euro, Fertigungsgemeinkosten 150% der Fertigungslöhne, also 3,30 Euro. Dann gibt es noch Sondereinzelkosten der Fertigung von 14 Cent, macht Herstellkosten von 9 Euro für den Artikel 2 pro Stück. Dazu kommen Verwaltung und Vertrieb und dann kommen Sondereinzelkosten des Vertriebs von 10 Cent und dann bin ich bei Selbstkosten von 10 Euro insgesamt, die ja auf der Tabelle vorher auch schon dargestellt waren. Und Sie wissen jetzt, meine Damen und Herren, dass wenn die Fixkosten immer gleich bleiben, egal ob ich den Artikel herstelle oder nicht, ist das Entscheidungskriterium, ob ich diesen Artikel jetzt herstelle oder nicht, nicht, ob es zu Vollkosten ein kostendeckender Artikel ist, sondern ob dieser Artikel mir einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet oder nicht. Und damit haben Sie auch schon fast die Lösung, denn Sie müssen jetzt eigentlich nur noch ausrechnen, wo liegen denn die variablen Kosten bei diesem Artikel. Das mit dem Preis vergleichen, die Differenz, wie gesagt, ist der Deckungsbeitrag. Und wenn der dann positiv ist, sollte man den Artikel natürlich im Produktionsprogramm belassen. Und wenn er nicht positiv ist, dann sollte man ihn streichen. Vielleicht überlegen Sie sich mal ergänzend, wie würde sich das denn auf das Unternehmensergebnis auswirken, wenn man in einem Moment geistiger Umnachtung jetzt, egal was Sie da herausbekommen, sagen würde, und wir streichen den Artikel 2 doch. Wie würde sich denn dann das Betriebsergebnis verändern? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rechnen. Wir sehen uns spätestens wieder, wenn wir diese Aufgabe bzw. die Lösung dieser Aufgabe gemeinsam durchgehen. Bis dahin, viel Spaß, danke. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.